Hi, ich bin Anita und heute finden wir die passende Einbauleuchte für dich und deine Einrichtung. Los geht's! Ich bin ein absoluter Fan von Einbauleuchten und habe mein komplettes Haus damit ausgestattet. Sie sind stylisch, hochwertig und da sie in der Decke eingelassen sind, dezent und damit zeitlos. Sichtbar sind nur die Einbauringe. Durch die große Auswahl findet ihr auch passend welche zu eurem Einrichtungsstil. Und was da so möglich ist, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes könnt ihr die Form auswählen. Einbauleuchten gibt es eckig und rund. Aber nicht nur die Form, sondern auch die hochwertigen Materialien verleihen den Einbauleuchten eine besondere Ästhetik und Wertigkeit. Aber jetzt kommt's! Bei den Farben habt ihr echt die Qual der Wahl. Alu gedreht, Eisen gebürstet, Weiß matt, Chrom, Farbkombinationen aus Weiß und Chrom oder auch Champagnergold. Ihr könnt die Einbauleuchten also passend zu eurer Einrichtung und Decke auswählen. Wollt ihr sie dezent und unauffällig, wählt zum Beispiel weiße Einbauleuchten für weiße Decken. Neben dem Design spielt die Auswahl des Leuchtmittels eine wichtige Rolle. Es gibt zwei Grundarten von Einbauleuchten. Die einen haben ein wechselbares Leuchtmittel und die anderen eine fest verbaute LED. Die wechselbaren werden in zwei Arten unterschieden. Einmal in GU10 oder auch Retrofit genannt und in den LED-Coin. Der LED-Coin ist hochmodern und lässt sich wie ein normales Leuchtmittel wechseln. Dazu ist er noch super flach und benötigt eine Hohlraumtiefe von 30 mm. Schaut mal! Der LED-Coin und der GU10 haben übrigens beide den genormten Durchmesser von 51 mm. Im Gegensatz zu dem LED-Coin brauchen die anderen wechselbaren GU10 eine Hohlraumtiefe von 75 mm oder mehr. Beide sind eine 230-Volt-Lösung und ihr braucht kein Trafo, also super praktisch beim Verlegen. Es gibt keine Begrenzung bei der Anzahl und bei der Länge. Die Einbauleuchten mit fest verbauter LED können sogar noch eine geringere Hohlraumtiefe haben. An der Einbauleuchte LED Drip seht ihr ganz genau, wie sich die LED in das Design einfügt. Und habt ihr eure passende Einbauleuchte gefunden? Wenn ja, schreibt mir einfach einen Kommentar unter diesem Video oder schaut bei powermann.com vorbei. In der nächsten Folge geht es um die Positionierung und Lichtgestaltung mit Einbauleuchten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald, eure Anita.